Ja, hallo, da bin ich wieder mit einer Runde Don't Starve. Mir ist ein kleines Malheur passiert und zwar habe ich jetzt über die Feiertage 3 Runden Don't Starve aufgenommen und hatte völlig vergessen, mein Mikro zu entmuten. Ja, und jetzt mache ich es folgendermaßen. Ich schneide euch diese 3 Folgen komplett zusammen und zeige euch nur die Highlights und kommentiere das jetzt im Nachhinein ein bisschen für euch. Ich habe es relativ knapp zusammengeschnitten, weil ich in den ersten paar Tagen hier von den Aufnahmen relativ viel farme. Es ist wieder Frühling, ich erfriere nicht mehr konstant. Ich habe dafür aber ein massives Platzproblem, weswegen ich erstmal versuche, ein bisschen Holz zu farmen auch und mir dann eine Kiste bauen möchte, weil ich einfach ein absolutes Platzproblem habe. Ich weiß nicht, wohin mit meinen ganzen Items. Gleichzeitig habe ich aber auch ein Essensproblem und ein Gesundheitsproblem und ein Problem mit der Sanity, was dazu führt, dass ich eine Alraune pflücke. Ja, die Alraunen finde ich unglaublich putzig, deswegen ich euch hier ein bisschen mehr davon zeige. Wenn man die abends pflückt, rennen die einen die ganze Zeit über hinterher und würden sich dann, wenn man die nachts dann mitnimmt einfach, also hinter sich herlaufen lässt, würden sie sich wieder einpflanzen zum Tag hin. Bis dahin folgen sie einem die ganze Zeit über. Denn die Alraune ist ein sehr seltenes Geschöpf in der Welt, aber auch sehr hilfreich. Das heißt, ich mache das nur im Notfall. Und wie ihr seht, meine Sanity, meine Gesundheit und mein Hunger sind absolut unten angekommen. Deswegen nehme ich sie hier mit und werde euch gleich zeigen, wofür sie gut ist. Die erste Welt, darauf gehe ich hauptsächlich in dieser Folge ein, ist eigentlich die langweiligste und das ist auch gut so, weil später wird es immer spannender. Man versucht in der ersten Welt hauptsächlich ein Lager irgendwie provisorisch zu errichten, um die Rezepte freizuschalten, die man dann später ja nochmal nutzen kann. Das habe ich in den vorigen Folgen schon mal erzählt. Ich feuer jetzt mit der Bifido-Wolle an, weil ich ja schon 2 Helme habe. Das heißt, man kann ruhig in der ersten Welt auch ein bisschen verschwenderischer sein mit den Ressourcen, als man es im normalen Don't Starve wäre. Einfach um zu überleben. Man versucht so schnell wie möglich durchzukommen, aber auch gleichzeitig nur in der ersten Welt Rezepte freizuschalten, um sie dann später zu behalten. So, hier töte ich die arme Alraune, die so ein fürchterliches Geräusch macht. Koche sie dann. Schon das Kochen wirkt sich auf meinen Gesundheitsstatus aus und das Essen führt dazu, dass ich sofort einschlafe, was für die Nacht ganz praktisch ist, und dann bin ich komplett geheilt und meine Gesundheit, mein Bauch ist wieder komplett gefüllt. Dafür ist die Alraune total gut. Ja, ich laufe dann noch ein bisschen durch die Gegend. Ich stelle fest mit der Wünschelrute, dass links von mir anscheinend eins der Dinge sein muss, im Crockpot, den ich dann bauen möchte, aus der Kohle, aus den abgefackelten Bäumen, ein schönes Mahl zuzubereiten, damit ich nicht nochmal so ein Hungerproblem kriege, wie ich es die letzten Tage hatte. Ich habe ein bisschen zu wenig darauf geachtet, nicht zu verhungern, also don't starve, nicht zu starven, und das hole ich hier ein bisschen nach und versuche mir mein Lager ein bisschen mehr auszubauen und baue dazu Felder und bepflanze diese auch und dünge sofort an mit diesem Übermaß an Büffelmist, den ich hier rumliegen habe, um die Felder ein bisschen hoch zu pushen, denn im Winter werden die Felder ja nicht weiter wachsen, also die Pflanzen auf den Feldern. Dann habe ich hier auch endlich mal eine Truhe, in der ich meinen ganzen überzähligen Klimbim lassen kann. Und endlich mal ein bisschen mehr Platz in der Tasche zu haben, um mehr Items zu sammeln und auch endlich mal mehr Dinge zu finden. Denn wäre ich jetzt durch das Hundegebiet gelaufen, was ich vorhin gefunden habe, hätte ich wahrscheinlich ein Item gefunden, hätte aber gar keinen Platz gehabt. Deswegen war es relativ wichtig, die Truhe schon mal zu bauen. Und dann stratze ich los mit vollem Bauch und vollem Herzen und traue mich durch das Hundegebiet und weiche einfach den Hunden aus.
Also ich kämpfe gar nicht gegen die, denn diese Nester, die da sind, da würden dann noch mehr Hunde rauskommen, wenn ich gegen einen Hund kämpfen würde. Ja, dann laufe ich auch schon an einem runden Platz vorbei, den ich später nochmal zeigen werde. Und freue mich darüber, denn in dieser Welt ist es ja so, dass die Jahreszeiten sehr schnell wechseln. Und das ist insofern gut, dass wir hier auch sehr schön gegen das Walross kämpfen könnten in dem kurzen Winter, den es hier gibt. Und dann finde ich auch schon endlich das zweite Ding. In den ersten 12 Tagen habe ich nur ein Ding gefunden, das ist eine ziemlich schlechte Bilanz und dann freue ich mich hier dementsprechend, dass es endlich ein bisschen losgeht. Und verbringe dann die Nacht im Dunkeln in der Nähe dieses Dings. Ja, und dann geht es hier auch schon direkt weiter mit der Suche nach dem nächsten Ding. Die Wünscheroute hat hier ausgeschlagen und mir fällt direkt auf, dass der Schnee immer noch nicht geschmolzen ist. Das ist ein Bug, den ich ab und zu mal im Adventure Mode habe. Das ist weiter gar nicht schlimm. Ich friere nicht, aber es bedeutet, dass ich die Wege nicht so gut sehen kann. Und dass ich besonders dolle auf die Temperaturen selber aufpassen muss, denn es regnet und so kriege ich nicht mit, wenn es wieder Winter wird, außer dass ich dann plötzlich ganz dolle friere. Ja, da komme ich schon an einem Walross-Camp vorbei, das ist ein Indiz dafür, dass wir nicht Winter haben zu diesem Zeitpunkt. Und dann laufe ich erstmal weiter nach Norden und sehe auch schon links von mir, dass dort irgendwo das nächste Ding sein wird, auf irgendeinem Übergang, der hier nach links übergehen wird. Und zwar ist es ein Übergang mit Bienen gespickt. Und diese roten Bienenwaben, an denen muss man größeren Bogen dran vorbeimachen, die haben böse Bienen in sich und die gelben sind normale Bienen, die kommen nicht direkt raus, aber die roten Bienen, die kommen direkt aus diesen roten Bienenwaben raus und verfolgen einen dann auch relativ lange, also immer große Kurven machen, dann hat man eigentlich gar keine Probleme dabei. Und zwischendurch pflücke ich ein paar Blümchen, um meine geistige Gesundheit nach oben zu bringen und halte den Regenschirm gut fest. Und finde dann auch schon relativ bald mit der Wünschelrute, die sehr stark ausschlägt, dann das nächste Ding, das ziemlich verrückt spielt. Ja, ich sammle dann direkt die kleinen Möhrchen und alle nützlichen Gegenstände drumherum auch weg. Die Möhren kann ich immer gut gebrauchen. Und mache mich dann auch weiter auf den Weg nach oben und wieder ein bisschen zurück und finde dabei einen Wiederbelebungsstein. Der hat hier die gleiche Aufgabe wie im Sandbox-Mode. Das heißt, wenn ich irgendwo sterbe, werde ich genau hier wieder erweckt und ich kann hier auch alle Schweineköpfe abfarmen und die Schweinehäute dann weiterverarbeiten. Und es beeinträchtigt nicht die Wirkung des Wiederbelebungssteins. Ja, ich lasse mir so ein paar Items da, um nicht zu erfrieren und sehe dann auch schon den Übergang, das ist ein Spinnenübergang in die nächste Welt, hinter der wahrscheinlich, also nicht Welt, sondern Biom, hinter der wahrscheinlich dann die Plattform ist, die mir jetzt noch fehlt. Obwohl, nee, mir fehlt ja auch noch das Ring-Thing. Genau. Zwei Übergänge habe ich noch, einen Schweineübergang und einen Spinnenübergang. Das bedeutet, dass ich keinen Monolithenübergang habe, weswegen ich ohne schlechtes Gewissen die Pilze kochen und verspeisen kann, um meine geistige Gesundheit schön oben zu belassen. Wäre das jetzt ein Monolithenübergang gewesen, hätte ich die grünen Pilze so essen müssen, um meine geistige Gesundheit unten zu bringen. So. Ja, da sieht man schon, dass der Schnee jetzt geschmolzen ist, was ein Indiz dafür ist, dass jetzt Winter kommt für mich. Das ist ein bisschen durch den Bug schwierig zu erklären, aber das Wetter wechselt sich und deswegen ist der Schnee jetzt weg. Die Spinnen vermehren sich immer mehr von Tag zu Tag und da jetzt Winter ist, möchte ich da derzeit nicht durch, fackle aber erstmal die Nester ab, weil ich die Spinnenseide ja nicht komplett brauche und dahinter werden wahrscheinlich noch mehr Spinnen sein. Ja, da mache ich mich auf den Weg zurück, weil es auch schon ziemlich kalt wird und zünde zwischendurch immer mal wieder ein paar Sachen an,
um nicht zu erfrieren und möchte mich dann vorbereiten auf den Kampf gegen die Walrösser, die ich gefunden habe. Die Walrösser, die spawnen nur im Winter und die lassen zwei sehr, sehr hilfreiche Items fallen, die man in der Adventure World noch mehr gebrauchen kann als im Sandbox-Mode, die sehr, sehr hilfreich sind. Das werde ich euch dann gleich zeigen. Und da bereite ich mich dann komplett den Abend und die Nacht von 14 bis 15 vor und farme dann ein bisschen und bringe meine Gesundheit und meinen Hunger mal wieder ein bisschen auf Vordermann, koche ein bisschen und mache mir aus den Schweinehäuten ein paar Footballhelme, um gegen den Walross, gegen das Walross gewappnet zu sein. Und mache mir auch eine Holzrüstung und bereite mich einfach sehr gut auf den Kampf vor, denn die Walrösser lassen nicht immer, wenn man gegen sie kämpft, die gewünschten Items fallen. Deswegen kann es sein, dass ich mehrfach gegen die kämpfen muss. Außerdem waren da ja auch sehr viele Spinnen und andere Tiere. Deswegen muss man immer ganz gut vorbereitet sein. Ja, da ist eine Drachenfrucht für mich gewachsen. Das ist auch ein sehr hilfreiches Gemüse, das sehr gut für Herz und Magen ist. Daraus kann man nämlich einen Drachenkuchen backen im Crockpot. Und dafür braucht man lediglich diese Drachenfrucht und drei Stöckchen. Man könnte auch Gemüse reinmachen, aber die Stöckchen tun es genauso und die sind natürlich ein bisschen billiger. Ja, und dann zeige ich euch gleich auch schon, wie meine Gesundheit vorher und nach dem Essen dieses Drachenkuchen ist. Und gucke nochmal durch die Gegend, wo ich denn noch Übergänge hätte, wo noch Gegenstände sein könnten. Da oben ist der Spinnenübergang und rechts von mir ist der Schweineübergang. Ja, dann überlege ich, was ich noch für die weiteren Welten brauche. Und ganz wichtig ist, dass man aus Spinnenseide und einem Seil eine in Anführungszeichen Nettoniete macht. Da gehören noch Stöckchen dazu. Das ist ein Schmetterlingsnetz, mit dem man Glühwürmchen fangen kann, um einen Helm für einen Minenhelm herzustellen. Das ist ganz hilfreich, weil die letzte Welt ist ja immer im Dunkeln. Ja, genau. Und dann mache ich mich auch schon relativ bald nach Tag 15 auf den Weg. Hier zeige ich nochmal der Drachenkuchen, wie viel vorher, wie viel nachher ich habe an Leben und Hunger. Also ist schon sehr hilfreich. Und dann mache ich mich auf den Weg in den Kampf, erstmal in den Hunden vorbei und möchte dann zu den Walrössern. Bei den Walrössern gibt es einen kleinen Trick. Es ist nämlich so, dass die Hunde mit sich mithaben, also diese Hunde hier im Gebiet, die wohnen da halt. Die Walrösser haben aber immer zwei Winterhunde dabei, die vorgeschickt werden. Und die tötet man zuerst, denn das Walross hat nur so ein Pusterohr dabei und kann nur aus dem Fernkampf ein bisschen was abziehen und zieht einem nicht aus Nahkampf etwas ab. Aber wenn man die Hunde erstmal tötet, dann ist man schon mal ein bisschen auf der sicheren Seite, weil die ziehen einem ordentlich was ab und dann einem auch weiter nach dem Weg. So, und dann macht man Folgendes: Man rennt dem Walross einfach so lange hinterher, bis es vergisst, dass man hinter ihm herrennt. Und dann kann man einfach auf ihn einzimmern, einfach auf ihn einschlagen. Ja, hier habe ich noch ein bisschen zu kämpfen mit dem Hund, der da rechts aus dem Nest rausgekommen ist. Den muss ich dann erstmal platt machen und dann mache ich auch schon wieder das Walross her. Das dann netterweise für mich Fleisch, das droppt es immer. Und auch einen Walrosshauer fallen lässt. Aus dem Walrosshauer kann man einen Gehstock machen, der super hilfreich ist. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich den in der ersten Welt jetzt schon bauen kann.
Denn den werde ich auf jeden Fall in jede weitere Welt auch mitnehmen. Der ist super hilfreich. So, und dann mache ich mich auf den Weg zum nächsten Walross, was rechts unter mir ist. Ich fühle mich sehr mutig und möchte dann den nächsten Gegenstand auch haben, den das Walross auch fallen lassen könnte, wenn man gegen das kämpft. Und hier sieht man schön, dass das Walross erstmal vor mir wegläuft und ich gar nicht auf es einschlagen muss. Es läuft und läuft und irgendwann dreht es dann einfach um, weil es vergisst, dass ich hinter ihm herlaufe. Und dann kann ich ganz entspannt auf das Walross einhauen. Und es klappt eigentlich jedes Mal. Das ist ein ganz dankbarer Gegner. Man kriegt einmal Fleisch dabei raus. Das ist auch ganz gut. Manchmal kriegt man einfach nur so ein Pusterohr und Fleisch. Aber ich habe in diesem Fall bei den zwei Walrössern, gegen die ich gekämpft habe, eine ideale Bilanz und habe dann den schönen Schottenhut noch dabei rausgekriegt, die Schottenmütze, die auch sehr hilfreich ist. Die würde ich auch empfehlen, immer mitzunehmen, wenn man die Möglichkeit hat. Weil die geistige Gesundheit wie kein anderes Item nach oben bringt. Also die ist besser als ein Zylinder aus Spinnenseide. Ja, genau. Und dann an Tag 16 in der Nacht fällt mir dann leider auch schon auf, dass ich die komplette Aufnahme ohne Ton aufgenommen habe, alle drei Folgen. Ja, und dann sind wir hier an dem Punkt, wo ich alles zusammengeschnitten habe und für euch nachvertont habe. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die ich dann regulär wieder aufnehme. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, rutscht gut ins neue Jahr rein. Wir sehen uns dann. Bis bald. Ciao. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich muss Pause machen. Ich bin gleich wieder da.